Servus zum 889 FM Aftermatch-Talk, nachdem wir den Einlauf gegen Fürth bekommen haben. Bei mir ist der Daniel, ich bin der Robert. Keine zwei Minuten ist der Abstoß vorbei. Wir wollen auch diesen Talk einfach nur hinter uns bringen. Deswegen fangen wir erstmal mit was Positivem an. Die erste Halbzeit war bis auf den Eckball gar nicht so schlecht. Ich würde sogar, wenn wir wirklich mit der Positivität einsteigen wollen, davon sprechen, dass die erste Halbzeit wirklich äußerst ansehnlich war. Aus Regensburger Sicht, vor allem ab Minute 11, 12, 13, als man sich nach dem frühen Gegentreffer, als man den abgeschüttelt hatte und sich immer mehr in Richtung Fürther Tor getraut hat, dann auch die Chancen hatte durch Christian Vieh, Dominik Kota einmal. Dann stimmt aber der letzte Pass nicht, dann stimmt mal der vorletzte Pass nicht, da fehlte die Genauigkeit. Der Wille war aber da und am Ende hat auch der Fürther Keeper Nahuel Noll das ein oder andere Mal beherzt eingreifen müssen, sodass man sagen kann, dieses 0:1 zur Halbzeit war nicht verdient. Der Ausgleich lag lange in der Luft. Der SSV hat es nicht geschafft, sich zu belohnen. Das ist das Positive zur ersten Hälfte. Das Negative ist die vierte Minute. Ja, also es hat mich tierisch geärgert. Ich habe die vier Fürth-Spiele angeschaut und ich glaube, sie haben, ich muss lügen, drei oder vier Eckballtore geschossen und so gut wie alle in diesem gleichen Muster. Einer schleicht sich von seinem Gegenspieler weg, geht auf den langen Pfosten, da kommt der Ball butterweich Richtung langer Pfosten und der nickt ihn nur ein. Und genau so ist unser Tor auch passiert. Ich frage mich echt manchmal, was in dieser Vorbereitung, die taktische Vorbereitung, wo sie dann am Videowürfel oder am Fernseher hocken und ihnen erklärt wird, was die Stärken der gegnerischen Mannschaft ist, was sie da machen. Also wenn du dir diese vier Dinge angeschaut hast, dann weißt du, da schleicht sich immer einer weg. Es wird sich immer einer wegschleichen. Den muss ich einfach decken. Und der war völlig frei. Und der größte Witz des Jahrtausends war dann, bei der zweiten Ecke stand der wieder frei. War aber zu blöd zum Köpfen. Ich kann noch nicht das erste Tor so billig fressen und das zweite und in der zweiten Situation ihn wieder nicht decken. Bei der zweiten Situation war es Ernst, der ihn nicht gedeckt hat. Bei der ersten habe ich nicht aufgepasst. Aber es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Das hat mich schon so psychisch fertig gemacht. Und das zweite, was mich psychisch fertig gemacht hat, war, dass Feed diesen Ball auf dem Servierteller einfach nicht reinschiebt. Ich weiß nicht, ja. Also ich kann mir niemanden, ich habe mit so vielen schlechten Leuten zusammengespielt und ich wüsste niemanden, der den nicht gemacht hat, hätte. Das ist natürlich ein sehr hartes Urteil. Aber ich bin ja auch der Populist von uns beiden. Ich kann deine Gefühlslage definitiv verstehen, denn das war auch schon zu einem Zeitpunkt gegen Ende der ersten Halbzeit, als der Regensburger Ausgleich eigentlich längst überfällig war. Und dann hat Christian Fietz diese Situation. Wir nehmen euch kurz mit ins Live-Geschehen. Die Mannschaft bekommt Zuspruch von der Hans-Jakob-Tribüne. Auf der anderen Seite feiert der Kleeblatt-Anhang diesen, das muss man auch zugestehen, der Spielvereinigung führt insgesamt sehr, sehr starken und vor allem enorm effizienten Auftritt auswärts am Ende. Wobei sie da in dieser ersten Hälfte wirklich sehr, sehr Glück haben, mit der Führung in die Pause zu gehen. Ja, also sie haben das Spiel nach dem 1-0 eingestellt. Die haben so gespielt, als wäre es irgendwie die 97. Minute und man muss es nur noch locker runter verteidigen. Das hätte eigentlich, wenn wir nicht zu naiv im Abschluss gewesen wären, hätte das bestraft werden müssen. Wenn es sehr, sehr gut läuft, schickst du sie mit 3-1 in die Halbzeit und dann ist der Bums quasi schon gegessen. Mich beeindruckt gerade, dass die Hans-Jakob-Tribüne da so abgeht. Meine Gefühlslage ist es gerade wieder nicht. Ich habe ein bisschen Sorge und ich muss den Fazit jetzt vorwegnehmen, dass es dieser KSC-Moment ist, wegen dem wir da mal so abgestiegen sind. Ich weiß, es ist jetzt der vierte Spieltag, aber wenn wir jetzt in die zweite Halbzeit gehen, der erfahrenste Spieler auf dem Feld, Bene Salah, macht wieder so einen absoluten Anfängerfehler. Den kann ich einen 17-Jährigen oder einen 16-Jährigen, der da reingeschmissen wird, verzeihen. Aber wir haben ja den Begriff Lehrgeld sehr oft erwähnt. Wie viel Lehrgeld soll Bene Salah noch zahlen, damit er diesen Fehler nicht macht? Das darf dir einfach nicht passieren. Er verliert als Außenverteidiger im Spielaufbau den Ball. Ich weiß es nicht. Das führte jetzt zum sechsten Gegentor in die letzten 3 Jahre, diese Situation. Und heute zum 2:0. Und danach sind wir aus meiner Sicht komplett zusammengebrochen. Nach dem 2:0 hat keiner, weder ich hier oben noch die Mannschaft, an den Turnaround gedacht. Ich glaube, wir hatten dann auch nur noch eine Chance und das war die Abseitschance vom Kranhaus und das war es dann aber schon und da stand es aber schon 4-0. Also, ja. Was da vor allem auch mitentscheidend ist in diesen
zweiten Treffer, den du ansprichst, der Zeitpunkt, weil das war auch wieder kurz nach wieder am Pfiff, 49. Minute genau, diesen Zweikampf von Benesala, den du ansprichst, den verliert er gegen Roberto Massimo, der dann in die Mitte legt und Noel Futkoy, das Ding Felix Gippert, der da auch wieder chancenlos ist, das Ding ins kurze Eck drischt. Aus Fürther Sicht perfektes Timing, aus Regensburger Sicht war mit Sicherheit das Ziel aus der Kabine heraus, dieses Momentum, das du definitiv auf deiner Seite hattest, aufgrund vor allem des starken Endspurts in Hälfte Nummer 1, dass du das mitnimmst, aber dieses Spiel hast du komplett in der Kabine gelassen und dann kam diese Fruststeigerung, die war spürbar, wie du gesagt hast, nach dem zweiten Tor, da fiel es nicht so leicht, das Ganze abzuschütteln, das gelang nach Gegentor Nummer 1 noch in der ersten Hälfte, war ein anderer Zeitpunkt, zugegebenermaßen. Da hast du aber schon gemerkt, okay, das war ein Wirkungstreffer, der sitzt und dann eklatant schwach im Abwehrverhalten dieser dritte Gegentreffer, den dann unterm Strich Branimir Hrgota erzielt. Aber er ist der dritte, vierte Fürther Spieler, der da zum Abschluss kommt. Nachdem zwei stark weggeblockt werden, dann hat, ich glaube, einmal was Rasim Pulic, der die Kugel nicht klären kann, dann noch ein, zwei seiner Kollegen, die die Chance haben, irgendwie das Beinchen reinzustellen und den Ball irgendwie hinauszubekommen. Da war die Defensive viel zu sorglos und Hrgota, wenn ihn auf links hat, das ist auch kein Geheimnis in der Liga. Das ist das Gleiche wie beim 1:0. Du weißt, dass Kreuzer Fürth bei Standard stark ist. Du weißt auch, wie sie das Ganze machen. Und du weißt genauso, Hrgota mit links, Kacke aus Defensivsicht. Und so war es dann am Ende. Und dieses 3:0, das war, um es drastisch auszudrücken, die Regensburger Beerdigung an diesem Freitagabend. Nackenschelle. Denn danach war nichts mehr, war tote Hose. Ja, ich glaube, man muss sich jetzt einfach wirklich ehrlich machen, das knallhart analysieren und vielleicht sich eingestehen, dass man es so da nicht schafft. Ja, ich weiß nicht, man wird die Spieler nicht über zwei Wochen viel besser machen, aber man muss wieder in diesen Bochum-Spirit zurückgehen und meinetwegen spielen wir mit Siemer-Kette und machen erstmal das hinten dicht, weil wie die Gegentore dann auch dilettantisch dann das 3-0, 4-0 gefallen sind, das war ja teilweise schon sechsmal verteidigt und trotzdem darf der dann nochmal aufs Tor schießen. Dass Green dann von der Ferne schießt, kann man auch nicht ahnen. Das hat niemand analysieren können, dass das Green da gerne mal aus 30 Meter abzieht. Aber wenn er ihn natürlich so trifft, dann Chapeau. Das ist schon Kategorie Tor des Monats. Ich glaube. Schöner Treffer, definitiv von Julian Green. Ich glaube, der Treffer von der deutschen Frauennationalmannschaft war ähnlich, der letztens jetzt zum Tor des Monats gewählt worden ist. Die erste Liga noch nicht gestartet, vielleicht wird es sogar Tor des Monats. Mal gucken. Ja, die Fürther haben hier mal wieder ein sehr schönes Auswärtsspiel erlebt bei uns. Für uns ist bitter. Uns bleibt die Hoffnung, sage ich jetzt mal so. Ja, uns bleibt vor allem die Länderspielpause, die wohl zum genau richtigen Zeitpunkt kommt, denn dieses Spiel wird in der Analyse, denke ich, doch einiges an Zeit beanspruchen müssen, auch tatsächlich nach dem Spiel gegen Hertha BSC Berlin, als du zwar auch torlos verloren hast aus Jahnsicht, allerdings der Spielverlauf ein völlig anderer war und die Aufgabe in Berlin auch eine andere ist, das ist auch festzuhalten. Da konnte man, wie es Joe Ennox auch gesagt hat, an der Leistung viele positive Dinge finden und auch darauf aufbauen. Heute kannst du auch sagen, die erste Halbzeit war definitiv gut, aber die zweite Hälfte, das war in sehr, sehr vielen Punkten doch viel zu wenig, um in der zweiten Liga zu bestehen, um gegen einen Gegner wie Kreuzer Fürth zu bestehen. Und auch da zitiere ich gerne Joe Ennox, der immer wieder sagt, wir müssen an die Leistungsgrenze gehen, um in dieser zweiten Liga bestehen zu können. Und das hat diese zweite Halbzeit heute mal knallhart offengelegt. Ja, und du musst nicht nur an die körperliche Leistungsgrenze gehen, sondern auch an die mentale Leistungsgrenze, weil für mich war das eher eine Niederlage des Mentalen. Also gekämpft haben sie wie die Schweine, aber viel brotlose Kunst. Und du hast es vorhin perfekt analysiert. Ich würde nur noch mehr drauf lospoltern. Deswegen belasse ich es bei deiner sachlichen Analyse und polter dann in ein paar Wochen, Monaten hoffentlich nicht los, weil wir uns dann gefangen haben. So ist der Plan. Spätestens zum nächsten Heimspiel muss man sich gefangen haben. Das findet nämlich dann nach der Länderspielpause zunächst eben der schwere Auswärtsgang nach Hamburg. Auch da ist bekannt, dass es sehr, sehr schwer ist. Es ist aber auch bekannt, dass man mal 5:0 gewonnen hat in Hamburg, auch wenn das ein paar Jahre. Ab dem Moment haben sie uns dann auf einmal ernst genommen. Seitdem ging nichts mehr. Also auch da eine äußerst schwere Aufgabe. Aber dann steht ein ganz, ganz wichtiges Heimspiel auf dem Programm, nämlich Preußen Münster kommt ins Jahnstadion. Gegen Mitaufsteiger Ulm hat man gewonnen. Jetzt kommt Mitaufsteiger Münster. Das ist der späteste Zeitpunkt,
aus jetziger Sicht mit diesem Spiel gerade vor den Augen, um sich wieder zu fangen, wie du es formulierst, Robert. Aber diese Länderspielpause, die könnte und die muss auch gut tun aus Regensburger Sicht. Damit wollen wir es belassen. 14 Tage Pause auch für euch. Mal schauen, ob wir irgendeine Ausgabe dazwischen reinbekommen. Ich verspreche nichts. Mein aktueller Mut ist eigentlich Kopf in den Sand. Also nicht Kopf in den Sand, aber zumindest tschüss für den Moment. Ciao. Saustark. Erste Offensivaktion des SSV Jahn über Christian Fied, der versucht durchzustecken. Auf Brüger aus spitzem Winkel. Keine allzu große Prüfung für Nahuel Noll, aber Robert, genau 90 Sekunden gespielt. Und wir hatten von einem wichtigen Start gesprochen, dass der gut ausfällt. Hier die erste Tendenz, der erste gute Torabschluss. Jetzt muss man aufpassen, dass man nicht den Gegenzug fressen. Salah muss jetzt den Zweikampf gewinnen. Macht er schlecht. Ja, sehr schlecht. Und dann... Oh. Auf der Linie gerettet von Bene Salah. Was für eine unübersichtliche Situation. Die Ecke kommt ja reingeflogen und jetzt fällt das Tor. Direkt auf diese Ecke fällt das Tor. Es ist Marco Meierhöfer, vierte Minute. Aber zweiter Anlauf über die rechte Seite, über Ernst, der hat ein bisschen Platz. Halbflanke, Halbschuss und toll gemacht von Christian Fied. Steht auf der 5-Meter-Grenze mit dem Rücken zum Tor. Muss den Ball vom Kopf in gebückter Haltung so ein wenig abtropfen lassen. Sah nicht schlecht aus, aber ist leider 30 cm zu hoch aus SSV-Sicht. Ja, schöner, langer Ball da auf Kühlwetter. Der nimmt ihn runter und dann... Verliert er den Zweikampf, das 1 gegen 1, die 27, Ika klärt zur Ecke, aber das ist genau sowas, wo es dann mal krachen kann. So ist es, Kopfball und zweiter Ball und jetzt muss doch das Gewusel, und dann Nahuel Noll pflückt ihn kurz vor der Linie runter, hat erst so ausgesehen, als wäre der Ball schon längst weg und dann hat man noch die Nachschusschance und dann murmeln wir ihn nicht rein. Hat sich der Platz erarbeitet. Schön zu Kota. Kota steckt durch. Und jetzt hat Fied das 1 gegen 1 in den 16er. Legt ihn rüber. Und das war sehr schlecht. Er legt ihn rüber. Und da steht aber nur ein Fürther. Ich weiß auch nicht, wen er da anspielen wollte. Vor allem ist er verhungert. Aber der Ball ist schon wieder im Spiel. Kota darf es nochmal gut machen. Spielt Geipel an. Und Geipel zieht in den 16er. Ja, jetzt muss er ihn ablegen. Na, schlechte Flanke von Schönfelder. Dritter Ball bei uns. Wir lassen ihn rausgehen zum Einwurf. Bröger zieht jetzt ein bisschen in die Mitte rein, spielt ihn zu, Fied hat Platz, steckt ihn durch! Ja, den muss man doch machen, das gibt's doch nicht! Noll kommt sehr gut raus, aber dann chipp ihn halt rüber. Lang auf die rechte Seite und dann ist man gut drauf im Pressing, Überzahlsituation. Bröger auf der rechten Seite, der hat viel Platz. Kai Bröger in die Mitte, das ist wieder so ein halb motivierter Ball, nochmal die Chance, Fied! Christian Fied, das ist eine 1000%ige Torgelegenheit. Und sie ist, das Prädikat muss man diesem Schuss fast geben, es ist kläglich vergeben. Alle Mann formiert im Strafraum, natürlich auch Flo Ballas. Der Ball kommt hereingeschlagen für Ballas, ist er zu weit, Ernst ist da, geklärt auf der Linie, Nachschuss auch geklärt. Leichte Handproteste, aber zunächst geht es weiter, nächster Kopfball und dann ist viel Platz auf der Seite und der Ball, er wird wieder geklärt, Louis Bräunig. Bringt von der halblinken Position schon auf der Grundlinie den Ball nochmal in die Mitte. Aber bevor Kühlwetter da dran kommt, wieder ein Fürther Abwehrbein. Fürth verlagert das Spiel auf die linke Seite und Salah ist nur zweiter Sieger gegen Roberto Massimo im Duell mit der Verteidigung des SSV Jahn. Und am Ende ist es wieder der Kaltstart. Es ist das Tor für die Spielvereinigung Greuther Fürth. Noel Futkoy macht sein zweites Saisontor. Die Spielvereinigung schon wieder im Angriff. Über Gotta schön durchgelegt. Massimo in die Mitte. Und dann ist Green einen Ticken zu spät. Bekommt die zweite Chance. Einmal geblockt, zweimal geblockt. Bulic zu nachlässig. Und nochmal wohl die Abschlusschance. Die dürfen schalten und walten, wie sie wollen. Und das ist das 0:3. Und das ist die Entscheidung. Es ist Branimir Gotta. Die ihrerseits den nächsten Anlauf starten über Pröger. Pröger nimmer müde auf Garnaus, steckt gut durch, abseits verdächtig, aber geht weiter. Nur Garnaus macht das Tor, die Fahne geht hoch. Die Fahne geht zunächst hoch. Ja, ich bin immer noch sprachlos, während Fürth da alleine auf unser Tor zuläuft. Der muss ihn nur noch reinmachen, Gebhardt aber mit einer starken Parade. Ich kann mich aber jetzt nicht euphorisch dazu äußern. Wieder Gebhardt rettet uns da, aber verteidigt wird es nicht. Jetzt rettet uns der Pfosten, Nachschuss, Gebhardt. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Ohne Gebhardt steht es jetzt 4-0. Aber
Ecke gibt es trotzdem und die muss aber erstmal verteidigt werden. Münz wird da gedoppelt mit Bauer, aber kann sich da durchsetzen. Das ist auch wirklich stark gemacht in diesem Falle. Green, der will auch noch sein Tor und der schießt sein Tor. Sehr, sehr sehenswerter Treffer von Julian Green aus der linken Halbposition. 20 Meter Torentfernung, zirkelt den Ball ins lange Eck. Gebhardt zieht den Ball wahrscheinlich nicht optimal. Der ist sehr, sehr gut platziert. Der muss 2,70 Meter groß sein, um den rauszufischen.